Der spanische Spielfilm Razza von 1942. Vier Geschwister gehen ihren eigenen Weg. Ein Bruder in Cadiz, der andere nach Afrika oder eine Provinz versetzt. Nur selten treffen wir uns in Madrid. Die arme Isabel in Bilbao mit ihren Kindern, entfernt von ihrem Mann Pedro, auf der Seite dieser Regierung als Chef. Das darf nicht wahr sein. Endlich, nach 78 Jahren auf Deutsch synchronisiert. Gesprochen von Richard Igel. Sigismund Feelgood. Jacko Jacoon. Kerstin Benner. Und viele mehr. Razza. Es spielt im spanischen Bürgerkrieg, wo sich Fronten verhärten. Jeder kämpft für seine Ideale. Es ist notwendig, keine weiteren Leben sinnlos zu opfern, die für den Frieden nützlich sein können. Man muss den Nationalen den Weg frei machen. Sind Sie völlig verrückt? Oder glauben Sie, ich bin es? Lang lebe Spanien! Feuer! Der eine gewinnt, der andere verliert. Aber nur eine Seite ist im Recht. Razza. Ein Kriegsfilm aus alten Tagen. José muss gerettet werden, Pedro. Du kannst es tun. Er ist dein Bruder und sie werden ihn töten. Tu es der Ehrung deiner Mutter wegen. Es ist leider zwecklos. Ich habe ihm einen Freund geschickt, der Anwalt ist, um ihn zu verteidigen. Und er weigert sich, auf ihn zu hören. Er hat sich als Täter von allem bekannt, hat seine Ideale verteidigt und das Tribunal angegriffen. Razza, die deutsche Synchronisation. Aber so ist es, Pedro. Die Pflicht ist umso schöner, wenn sie mehr Opfer mit sich bringt. Ihr seid vielleicht zu klein, um meine Worte nachzuvollziehen. Den Verweis zum kompletten Film finden Sie in der Videobeschreibung.